wir bereiten uns dann vermutlich auch alle draußen auf. Nun gut, wir haben uns euch alle angesehen und euch abgeschätzt. Folgendes. Schmeißt die Eurasia raus! Das brauche ich! Messe zu Ehren Armene, ihr seid leider raus. Nicht so ungut, ihr habt das Schiff sicherlich mit viel Handwerk hier hingebracht, aber eure Arbeit ist beendet. Warum? Massacre bleu! Wenn es gewünscht ist, bieten wir euch allerdings Übersetzen bis nach Kunchom an. Falls ihr so einen Heimweg erleichtert. Scheiß auf euch! Gut, also nicht. Kuslik muss brennen, ihr seid ebenfalls an Land. Was? Warum? Ihr habt doch die Eurasia gerade rausgeschmissen. Eben deshalb. Steh ich nicht. Um es mal mit freundlichen Worten zu formulieren, wir waren von eurer Leistung nicht angetan und finden, ihr werdet an Land besser aufgehoben. Ihr seid scheiße! Ja, so könnte man das auch sagen. Ihr seid scheiße. Würfelt man eine Sinnschärfeprobe auf Hören? Ist nicht sonderlich erschwert, weil die sich keine Mühe geben, leise zu sein. Oh, ich habe aus Versehen noch eine Erleichternis. Sorry. Ich hab's trotzdem nicht geschafft. Diejenigen, die zuhören, die Torvaler, werden gehen, murren und die nächsten von euch Offizieren, die in eine Kneipe am Hafen gehen, die werden sicherlich mehrere Zähne verlieren. Das könnte echt sein, merken wir uns das mal. Ich wollte noch einen Steuermann suchen. Und du hast es nicht gehört. Ja, wie gesagt, nicht jetzt, aber merken wir uns das mal. Alles klar. Raffi. Der und der tuscheln gerade darüber, sich zu rächen, sollten sie einen der Offiziere allein am Hafen erwischen. Oh, ich bin auch gerade allein am Hafen. Warte mal, ich gehe mit denen reden. Der Rest von euch, dann ist das Mutje, ihr könnt Essen fassen. Findet euch morgen früh im Effer-Tempel ein. Dann vereidigen wir euch und dann geht's auch schon los. Hey, wir haben Mannschaftssprecher gefunden. Präsentiert ihn. Aswolf hat schon gesagt. Ja, du kannst sehen, wie eine Person nach vorne tritt. Sieht besonders, was heißt schäbig? Also er sieht halt aus wie ein geborener Pirat. Und er kommt dann auf euch zu. Gibt euch dann seine schmierige Hand, beziehungsweise vor allem Abel mir. Ich bin Gaius Cordovan. Interessanter Name. Ich hatte ja Zeit, mir die Mannschaft in Luans irgendwann abzuschätzen. Ist er mir irgendwie positiv oder negativ aufgefallen? Ist er sonderlich qualitativ höher oder niedrigwertiger als seine Kameraden? Er hat eine Qualität mehr. Also okay. Macht auf alle Fälle Sinn, ja. Ich blicke Abel mir von der Seite an und nicke einfach nur. Gut. Alle, die feiligt werden. Was hast du gegen meinen Namen, hä? Schnauze, hör zu. Okay. Heute Abend, im halben Humpen. Ich gebe 3 Runden aus für euch. Geil. Wegtreten. Hab's gehört, Männer? Ey, warte mal. Dürfen wir uns mit den Torwallern in Horasian prügeln? Solange ihr morgen früh wieder euren Dienst errichten könnt, ist mir ganz egal, was ihr an Land tut. Aber wenn ich euch aus dem Knast fischen muss, ziehe ich euch das vom Lohn ab. Okay. Wir lassen uns nicht erwischen, Boss. Das klingt vernünftig. Seelot auf Landgang. Gibt es etwas Schlimmeres? Nebelklang, Rappelstein. Haltet eure Männer nochmal am Deck. Ich wollte noch ein Wort mit ihnen sprechen. Jawohl, sind wir jetzt auch entlassen? Nein, ihr bleibt bei uns auf dem Schiff. Oh, danke. Wenn sich die anderen dann langsam vom Deck verziehen und nur noch die Geschützleute auf dem Schiff bleiben, verschränke ich die Arme hinter den Rücken und ja, warte, bis die sich dann da alle aufgereiht haben, aufgestellt, muss jetzt nicht in der Linie sein. Gareta, Horasia, ihr seid nun Teil der Mannschaft des mondsilbernen Drachentöters. Ihr habt die Ehre, unter jenen Helden zu segeln, die nicht nur den schwarzen Drachen bezwangen, sondern auch für den Fall des Magiers Galotta und dieser buckligen Pestbeule aus Mendena verantwortlich sind. Ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende. Einige von euch haben hier auf diesem Schiff die Möglichkeit, Teil ihres nächsten Erfolges zu sein. Ihr wurdet nicht rekrutiert, weil ihr die Besten seid. Ihr wurdet rekrutiert, weil Männer wie wir schwer zu finden sind.
Männer, die auch in der Hitze des Gefechtes die Ruhe bewahren und die Rotze auf den Mast des feindlichen Schiffes ausrichten. Männer und Frauen, du Arsch! Einigen von euch fehlt die Erfahrung zur See. Anderen wiederum die Übung im Auf- und Aufbau der Geschütze. Daran werden wir arbeiten. Wir werden das Schichtsystem mit allen anderen Seemännern auf diesem Schiff teilen, unterteilt in 4 Stunden Schlaf und 4 Stunden Übung. Die Gefechtsabläufe werden so lange durchgeprobt, bis ein jeder von euch diese Geschütze besser kennt als seine eigene Mutter. Wenn ihr euch gut macht, werden euch zwischen den Übungen Freiwachen zugeteilt. Aber dafür will ich Fortschritte sehen. Und ich will keine Unruhestifter in meiner Einheit. Außerhalb der Übungen und den Gefechten will ich, dass ihr dieselbe militärische Disziplin an den Tag legt, als wärt ihr Teil der Armada. Schließlich ist das hier ein Kriegsschiff. Ein Kriegsschiff, welches über die Aufmerksamkeit mächtiger Leute verfügt. Ein Kriegsschiff an vorderster Front im Kampf gegen die blutige See. Und wir sind diejenigen, die über die durchschlagkräftigsten Waffen auf diesem Schiff verfügen. Im Gefecht zählt jeder auf uns, also lassen wir sie nicht im Stich. Ich halte kurz inne, schaue in die Gesichter der Männer und Frauen und nicke dann zufrieden. Ihr könnt wegtreten. Nebelklang, Rappelstein, ich will später nochmal mit euch reden. Jawohl. Ja, dann mache ich mich auf dem Weg, das Schiff zu verlassen, wenn es alle anderen das tun. Mir fällt tatsächlich auf, dass die Rappelsteine bzw. die Maulwürfe, vielleicht liegt es auch an Zorgern, dass sie hier waren, bestehen zu 90% aus Frauen. Also ja, tatsächlich okay. Gut gemischt. Also die Leute von Nebelklang sind ungefähr 50-50 und die Frauen dann eben mit 90% Frauen angetreten. Also die Frauen sind tatsächlich in einer Überzahl. Okay, aber solange die in meiner Einheit sind, sind das alles Männer. Oder alles Mädels. Geschützmänner. Sag doch einfach Geschützpersonen. Ja, ich würde mir übrigens die 3 Torwaller mal zur Brust nehmen, auf die Zulamin mich hingewiesen hat, die sich rächen wollen. Ja, die haben erstmal überhaupt gar kein Interesse an dir und gehen weiter in die Taverne. Du kannst ihnen allerdings folgen. Die Taverne ist nicht sonderlich weit entfernt und die stehen dann wohl gerade noch ziemlich überfüllt, sind da wohl irgendwie in Kotzer reingetreten und da stehen da gerade am Tresen, holen sich gerade Bier. Da kannst du dann hinter ihm zum Stehen kommen. Ey, so, geh mal aus dem Licht, du Arsch. Ach du? Ja. So, ihr Ampelmänner. Damit wir das jetzt und einmal für immer besprochen haben. Wir haben euch nicht mitgenommen, weil ihr euch mit den Horasiern angelegt habt. Und ihr wisst genauso gut wie ich, dass das ein Kriegsschiff ist. Und da kann man sich nicht benehmen wie in der Kneipe. Also, beruhigt euch. Trinkt euer Bier und sucht euch ein anderes Schiff ohne Horasia. Denn qualitativ seid ihr nicht schlecht. Ihr müsst euch einfach nur mal ein bisschen besser unter Kontrolle haben. So. Sie hatten jetzt mit einer Tracht Prügel gerechnet, entweder für sie selber oder aber für dich. Schauen die jetzt aber so ein bisschen total irritiert an. Würfel mal so. Eine Heilkunde Seele. Ja, das habe ich natürlich nicht. Gar nicht? Ich befürchte nein. Du ableiten? Du kannst auch überreden. Ich kann sie überzeugen. Kann ich sie überzeugen? Überzeugen? Ja, überzeugen. Hast du eine Spezialisierung? Verhör und Einzelgespräch. Nee. Nicht so ganz. Einzelgespräch ist das nicht mehr. Nee. Da gab es ja noch irgendwie. Es gab die öffentliche Rede. Plädoyer-Predigt, hast du nicht gesehen. Genau. So. 7 Punkte hätte ich. Ich weiß nicht, was für ein Erschwernis gibt es für überzeugen. Ja, sie nicken. Hast du Vorurteile gegen Torwaler? Nee, ne? Nö. Okay, ich mach dir ein Angebot. Wenn ihr eine Otter auftreibt, die Otter können wir auch segeln. Da brauchen wir keine Horasia. Machen wir auch alleine. Meinetwegen in eurem Namen. Nee, überlegst dir, Großer. Das ist aber ziemlich unwahrscheinlich. Hier sind ja nicht so viele Otters. Also glaube ich. Ey, Wörtern, mach mal ein 4. Bier draus. Kommt gleich. Ja, Jungs, ich muss wieder los. Ey, ich muss heute hier. Noch. Ich muss so ein Raya-Tempel. Halt die Schnauze, bleib hier. Oh, 4. Bier, komm. Aber nur für 4 Bier, ich muss nachher noch los. Also. Ein Bier ist kein Bier. Ja, und 4 ist ja eigentlich auch eine ganz nahe Zahl. Hast du schon mal Met getrunken?
So, ich würde es jetzt nicht verneuen, ne? Okay, wir bestellen dir ein Met. Hey, Leute, ja. Mann, aber ein Met. So. Ja, dann würde ich mich jetzt mit den Torwallern da hinsetzen und mit denen ein bisschen Bier trinken. Aber ich möchte mich da nicht abschießen. Ja. Gut. So könnt ihr im Verlaufe des Abends wieder, nachdem alles geregelt worden ist und es ein stattliches Mahl von Selchion Spinola und seiner Mannschaft gab, beziehungsweise Herr Hilbert, Bruder Galgenstein und Answun, die haben dann Rauschgurken kreiert und einen warmen Fruchttee aufgesetzt, der nach Orangen schmeckt. Ja, so könnt ihr mit vollem Bauche, Rafim eher vom Bier und die anderen dann von den Rauschgurken, wieder in Richtung eurer eigenen Villa stolzieren. Es ist später Abend, die Sonne ist bereits untergegangen und nur noch das orange Licht von einigen Straßenlaternen, die angezündet sind, erfüllt dann den Bazar, den Praios-Tempel und den Weg zurück zu eurer Villa. Salamin, helft mir auf die Sprünge. War unsere Aufwartung im Mondsilberpalast morgen früh oder morgen Abend? In der Abenddämmerung. Im Rosengarten. Dort hat uns die Sultane eingeladen. Haben wir noch einen ganzen Tag Zeit, unsere Angelegenheiten zu regeln. Habelmir, wir werden zunächst einmal, denke ich, die ganze Mannschaft im Effa-Tempel antreten lassen. Ich denke, ihr solltet ihnen dann den Halt abnehmen. Natürlich. Ich werde dann die Offiziere in kleiner Runde verteidigen und Zudamin kümmert sich um die Gewalten. Ich habe ihnen mitgeteilt, dass sie sich den Schwur in der Bordkapelle durchlesen können und einmal drüber schlafen sollen. Sollte jemand den Eid nicht ablegen wollen, kann er uns das morgen noch sagen. Ach ja, und ich habe noch mit dem Ingerim Geweihten gesprochen. Ja, also doch. Er ist eigen, aber er verlangt keine Bezahlung. Was versteht ihr unter eigen? Er sagt selbst von sich, dass er nicht gut mit Menschen kann. Und ich würde das so unterschreiben. Er ist, ja, tatsächlich nur an seinem Handwerk interessiert. Und ein wenig an dem Ruhm. Er hofft, dass wir es zu einiger Berühmtheit bringen werden und man dann auch von ihm sprechen wird. Ja, dafür wäre er bereit, auch ohne Bezahlung an Bord zu bleiben. Er meint, wir sollten ihn weniger als Teil der Mannschaft, denn als Teil des Schiffes, also als Objekt behandeln. Und auf meine Frage, ob er schon einmal versucht worden sei, packte er eine Geschichte aus, in der er auf einem Vulkan gegen einen Paktierer gekämpft hat. Na, no, das gefällt mir. Wie ist das ausgegangen? Laut seiner Aussage hat er ihn so oft getötet, bis er nicht mehr aufgestanden ist. Das klingt kompetent. Glaubt ihm? Das ist eine gute Methode. Glaubt ihr ihm? Vertraut ihr ihm? Ich bin nicht sicher, wie viel Wahres daran ist. Ich meine in seinen in seiner Fähigkeiten, in seinem Glauben. Er war sehr interessiert daran, Akolyten für seine Kirche auszubilden. Er nannte das gewissermaßen als Bedingung. Ich bin nicht sicher, ob uns das Schwierigkeiten bereiten kann. Ich sagte ihm, es sei in erster Linie die Entscheidung der Person, die Akolyt werden soll, ob so etwas passiert oder nicht. Haswolf wollte ihn nicht haben, oder? Nun, ich finde es ein wenig fragwürdig. Er will keine Bezahlung bekommen. Naja, lass uns ihn doch erstmal was bauen oder was reparieren lassen. Verzeihung, ich möchte nicht stören. Ja, tust du. Wer bist du? Was willst du? Ich wollte eure Tagebücher lesen. Meine Güte, Junge, du gehst mir auch so dermaßen auf die Eier. Kommt mit, ich gebe euch eins. Oh, danke, das ist so muss doch sehr bitten, Rafim. Wir haben dem Mann versprochen, er könnte sie lesen, dann sollten wir dieses Versprechen auch halten. Also der Mann ist mehr an meinen Tagebüchern interessiert als so manche Dirne an meinem Geld und das will schon was heißen. Das ist egal, Rafim. Versprechen sind bindend. Ja. Man kann sagen, dass er hartnäckig ist. Ehrlich gesagt fand ich ihn ein bisschen seltsam, aber. Und das muss er auch sein, so abweisend wie ihr wart. Warum bin ich denn seltsam? Du bist nicht seltsam. Geh einfach mit Jarlan, er gibt dir sein Tagebuch. Ich habe nur gehört, dass ihr über mich geredet habt. Verzeiht. Ja, wir finden euch sehr sympathisch. Wo war ich gerade genau? Abelmir. Er kann ja bei mir die Tür
breiter machen. Das wollten wir ja eh machen und dann sehen wir ja, wie gut er ist. Nun, ich stellte nicht seine fachliche Kompetenz in Frage. Ich stellte seine... seine... moralische Integrität. Bedingungen in Frage, dafür kein Geld verdienen. Ich finde etwas seltsam. Ehrlich gesagt, dieser Punkt bereitet mir weniger Sorgen. Ich finde es bei einem Geweihten der Zwölfe etwas fragwürdig, dass er meinte, moralische Dinge seien ihm egal. Ich meine, es ist eine Sache, für seine Kunst zu leben. Aber egal sollten einem solche Dinge nun nicht sein. Andererseits hat er aber sehr viele Dinge gesagt, dass sie ihm egal sind. Ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass er nicht gut mit Menschen kann und dieses Gespräch schnell beenden wollte. Und er irgendwann mal gelernt hat, wenn er sagt, es ist mir egal, dann redet man nicht so viel mit ihm. Habt ihr euch schon einmal gefragt, ob der Feind nicht schon Spione an Bord hat oder bringen will? Ja, da gehe ich von aus. Wieso? Nun, jemand, der umsonst arbeiten will, klingt verdächtigt in meinen Augen. Nein, Ohren. Eigentlich nicht. Eigentlich wäre das doch der Erste, den man genauer unter die Lupe nimmt. Ja, aber wenn man sagt, man nimmt ihn sonst nicht mit, dann muss er ja irgendwas anbieten als Spion. Hey, Rafim! Na, ja, Diamantes, hast du dich wieder bei irgendeiner Nutte erwischen lassen, oder was ist los? Wieso? Oh, jetzt komm doch mal ran hier. Wo warst du denn? Ach, hier seid ihr ja. Ich dachte, ihr kommt hier irgendwo in einem Hotel unter. Was macht ihr denn im Wilhelmviertel? Ja, mir gehört da vorne eine Villa mit den anderen, aber frag nicht, da ist ja Landsfrau und hast du schon getrunken heute? Nein, heute noch nicht. Ach, oh, was? Aber mir, gib mal deinen harten Wein da, das, was du immer in der Seitentasche hast. Oh, Diamantes, du solltest Jalans Frau unbedingt kennenlernen. Sie ist ein wahrer Holzbund an der Seltenheit. Ja, sollte er unbedingt. Aber mir, gib mein gutes Zeug. Ja, ja. So, das hier, Rafim greift in seine eigene Tasche. Und das hier, das musst du jetzt beides auf einmal trinken. Und ich glaube auch, dann wird das noch ein schmerzliches Erlebnis für dich, weil Jalans Frau ist... Rondra-Geweihte. Unter anderem. Ein Ausbund an Nettigkeit. Eine Rondra-Geweihte? Ach, und kommt sie mit auf das Schiff? Das will ich ums Verrecken nicht hoffen. Aber ich befürchte es ja. Nun, sie wird beschäftigt sein mit ihren Kindern. Ach ja, und ihr lernt auch Abelmirs Frau kennen, aber die ist eigentlich ganz nett. Das ist richtig. Ja, sie ist zauberhaft. Aber ihr solltet nicht so viel an Abelmir rumtätscheln. Ich glaube, das mag sie nicht. Ja, Lana hat die Pforte zur Villa schon aufgemacht, ist da wohl mit Kanisitianer verschwunden. Da könnt ihr auch sehen, wie Abelmirs Frau gerade auf euch zukommt und ihn mit offenen Armen begrüßt. Hat wohl gerade noch einen warmen Tee in der Hand, den sie dann Abelmir überreicht. Oh, das ist so schön, dass du wieder da bist. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Querida, vielen Dank. Das ist übrigens Abelmirs Frau. Ich habe den ganzen Tag auf dich gewartet. Ich weiß. Und ich habe mich nicht nach dir gesehnt. Abelmir hat dich richtig gut gemacht als Kapitän heute. Oder wolltest du noch mit deinen Freunden sprechen? Nein, wir kommen sofort, Schatz. Sehr gut. Ach, eine wahre Kriegerin, wie es mir scheint. Zumindest von der Muskulatur her. Abelmir, da hast du einen guten Fang gemacht. Ich war früher Stadtwächterin. So, ja, jetzt muss ich Abelmir Beruf. Bis dann. Ein ehrbarer Beruf. Nun, lasst uns hineingehen. Es gehört hier nicht auf der Straße verweilen. Ich gehe die Katzen füttern. Ach ja, Zulamine, würdet ihr mich nachher noch in den Raya-Tempel begleiten? Ich könnte euren Einfluss brauchen. Gerne. Und wir müssen auch nochmal wegen dieser Drogensache reden. Ja, das denke ich aber auch. Das ist ein gutes Argument, ja. Boldax, gut, dass ihr... komm gleich mal in mein Zimmer. Ach, ja. Hier, ja. Die Verträge, ich habe sie geprüft. Sie scheinen in Ordnung zu sein. Ich würde die Männer dann im... Naja, wir haben ja keinen Chor-Tempel, deswegen im Ronra-Tempel auf die Verträge einspüren. Mach das. Und Abelmir, was das mit dem Ingerim-Geweihten angeht, ich werde mir die Sache noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Wir reden beim Frühstück noch einmal. Wie ihr wünscht. Ich gebiete Kanasetiana kurz hier zu warten. Dann schleiche ich mich in mein eigenes Zimmer. Klaue mein eigenes Tagebuch. Versuche wieder herauszuschleichen, ohne meine Frau zu finden. Ja, was glaubst du, tust du da? Leonida. Es ist bereits dunkel. Ich musste die Kinder allein ins Bett bringen. Es ist so schön, dich zu sehen. Ich weiß. Gib mir einen Kuss. Ja, das tue ich dann auch. Wolltest du dich gerade rausschleichen?
Ich fische währenddessen hinter ihr irgendwie das Tagebuch aus dem Regal. Ein winzig kleinen Moment. Ich muss nur noch meinen Freunden kurz. Deine ich bin Prioritäten bei dir. Liebe dich. Rondra, steh mir bei. Schiebe ich mich aus der Tür, renne zu Galaxidiana runter, drück ihm das in die Hand, sag nicht kaputt machen und bin zu diesem Zeitpunkt schon wieder halb die Treppe hoch. Mhm. Der Rest der Truppe sieht von Jalan heute nichts mehr, nämlich an. Ja, und von Abelmir wird man auch nichts mehr sehen, aber hören. Nicht nur von Abelmir, sondern vor allem von seiner Frau. Die macht das mit Absicht. Die will nur Leonina anpissen, die macht das mit Absicht. Ich bin voll auf ihrer Seite. Abelmir ruft meine Betörnprobe erleichtert um 7. Okay. Herausragendes Patzer, komm, Werkzeug. Patzer. Abelmir bricht sich was. Dafür hat man Schicksalspunkte. Wo ist die Triple 20, wenn man sie braucht? Ah, guter Wurf. Ja. Nicht so intuitiv, aber sehr charismatisch. Aber mir in zwei Worten beschrieben. Er hat Konstruktionswaren, da hat er bestimmt was für. Okay, wollt ihr den restlichen Abend noch irgendwie ausspielen? Vor allem jetzt Diamantes und Raphim, oder wollen wir springen? Nee, ich möchte morgen also irgendwie eine Stunde vor allen anderen, glaube ich, aufwachen. Gut. Und auf Wanderschaft gehen. Ja, Diamantes hätte noch eine kleine Kiste rausgeholt mit seinen Zigarren und von der Plantage Monterey erzählt, gesagt, dass er nur noch die Kiste von der Heimat hat, aber an diesem Abend noch mit jedem, der da ist, also der 1O und Abelmir fallen da raus, eine Zigarre rauchen. Ja, die Kiste muss auch weg, ne? Weil ich meine, das ist halt dein eigenes Plantagengut, aber die Carino-Produkte sind da wesentlich besser. Ja, aber damit verbindet man mehr Vergangenheit und so. Oh, sehr freundlich. Dann probiere ich mal so eine. Oh, das ist ganz schön viel Rauch. Aber das riecht nicht nach Carino, das sag ich dir, aber Carino riecht anders. Aber... Ich weiß. Seitdem mein Vater tot ist, Mantis, Monterey, ist die Plantage nicht mehr das, was sie mal war. Wir haben auch keine 20 Sklaven mehr, nur noch 5 sind dort angestellt. Und ich, der zur See fährt, meine Mutter ist auch tot, kümmert sich da nicht mehr drum. Ja, hättest du mal geheiratet und schon ein paar Plagen in die Welt gesetzt, dann würden die sich drum kümmern. Oh, vielleicht findest du eine so bezaubernde Frau wie Abelmir oder eine so spezielle wie Jalan. Ja, hoffentlich nicht. Diese ist meine Verlobte und meine Geliebte und das wird für immer so bleiben. Ich würde mich mal zu Zulamin rüberbeugen. Zulamin, wenn ich was im Raya-Tempel kaufen will, was technisch gesehen, juristisch interessant ist, sage ich mal. Ist da die Abendstunde besser oder kann ich das auch morgens machen? Morgens ist normalerweise nicht viel los im Tempel. Also wir schlafen eigentlich immer bis mittags. Dann kriege ich keinen, oder wie? Ich will schon das gute Zeug. Vielleicht irgendwelche Akolyten, die sauber machen oder so, aber... Ja, ich brauche auf jeden Fall euren Charme. Ich hab ja einen recht guten Ruf, habe ich gehört, in der Raya-Kirche. Was wollt ihr denn? Im Grunde alles, was ich kriegen kann. Raphim würde mal eben seine Kiste aus dem Zimmer holen. Seht ihr, da gibt es schon so langsam einige Lücken. Da müsste man jetzt mal wieder nachfüllen. Wir müssen auch überlegen, wie wir das bei der Mannschaft machen. Ich meine, Alkohol ist an Bord erlaubt. Wir sollten uns überlegen, was für Drogen wir ihnen zugestehen. Denn ich glaube, wenn wir sie einfach machen lassen, oder auch wenn wir sie ihnen komplett verbieten, dann bekommen wir in jedem Fall schlechtere Resultate. Das wird nicht klappen. Ja, ich denke, Zitabar ist in Ordnung und hat den Vorteil, dass es in dem Moment nicht mehr wirkt, wo das Flötenspiel aufhört. Ilmenblatt ist auch nicht so gefährlich und hilft vielleicht dem einen oder anderen, mit den Schrecken der blutigen See besser klarzukommen.
Aber wir müssen auf jeden Fall klar machen, dass sie, wenn sie Dienst haben, einsatzfähig sein müssen. Denn sonst gefährden sie uns alle. Naja, das sind ja schon erfahrene Seeleute. Also ich denke, das wird überall so sein. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir diesen Regenbogenstaub verbieten. Der war nicht gut. Ja, Boltax, der ist überall verboten. Ich weiß gar nicht, wo der Mann den her hat. Und er hatte auch noch die Scharlachkatze in der Tasche. Also das ist schon... Ja. Also Boltax, dein Freund befindet sich mit einem Knast in... Mit einem Bein im Knast, wollte ich sagen. Ich habe übrigens seine Taschen geleert und ich würde das mit in den Tempel nehmen. Ich möchte das nicht behalten. Am Ende bricht jemand in meine Kajüte ein oder so. Vielleicht kannst du es ja gegen was anderes eintauschen, was Rafim haben wollte. Oh, das würde dir alle angefallen. Der will ja jetzt ja immer Geld sparen. Allerdings glaube ich fast nicht, dass das jemand kauft, weil das ist wirklich hartes Zeug. Also da sind auch schon ein paar dran verreckt. Vor allen Dingen dieser Staub da, der ist tückisch. Ja, aber ich bin ein Zwerg. Mich haut sowas nicht so schnell aus. Im Sattel. Ja, lass dich da nicht täuschen, Boltax. Das Zeug ist wirklich schlimm. Ja, ja. Also, da sind echt gestandene Männer und Frauen dran verreckt. Ich will es ja auch nicht nehmen. Aber... Ja, aber du hast es schon mal genommen. Deswegen sage ich dir das gerade so. Und, das ist ungefähr so, als würdest du eine Armbrust nehmen, nach oben schießen und nicht gucken, wo der Pfeil einschlägt. Natürlich trifft es meist dich nicht selber, aber wenn du Pech hast, schlägt es dir in den Kopf und du bist tot. Das wäre ungünstig. Ja, deswegen nimmt man das auch nicht. Eine Armbrust? Nee, dieses Zeug. Aber das mit der Armbrust würde ich auch nicht machen. Mhm. Obwohl das ganz witzig ist. Aber nur mit Helm. Ja.